Wenn wir uns jetzt hier die Goldcharts anschauen, hier in den verschiedenen Zeitfenstern, ich benutze dazu immer ganz gern börse.de. Und schauen Sie mal die letzten 3 bis 24 Monate an. Dann sehen wir ungefähr, also ich habe zum Beispiel das letzte Mal was zugekauft, das war so hier um November, Dezember, so bei 1300 Euro. Und davor eine ganze lange Zeit mal auch gar nichts, ich glaube zum 2018 sowas bei 1100. Also da muss ich schon weiter gehen als wie den 3-Jahres-Chart machen. Und dass ich das so nochmal sehen kann überhaupt. Und wir sehen halt hier auch bei den 3-Jahres-Chart, beim 5-Jahres-Chart, dass wir einige Zeit seitwärts gelaufen sind, über Jahre hinweg eigentlich. Ja, mehr oder weniger bis 2019. Und dann ging es so langsam los in Stufen. Und seitdem haben wir uns da ja, 60% oder sowas dazugelegt. Und ich habe mich auch immer sehr zurückgehalten. Wer Goldaktien hatte wie Barrick Gold, hat ja gut verdient in letzter Zeit. Und ich wäre jetzt etwas vorsichtig, denn ich denke, dass man da auch auf jeden Fall Rücksetzer sehen wird in Zukunft. Und jetzt haben wir ja sozusagen wieder einen kleinen Rücksetzer gehabt. Man kriegt jetzt die Unze sozusagen für ungefähr 100 Euro weniger als wie noch vor ein, zwei Wochen. Und wenn sozusagen das Ganze nochmal runter geht aufs Niveau, sagen wir mal vom November, Dezember, September letzten Jahres, dann würde ich wahrscheinlich auch wieder ein paar Aktien kaufen oder Mine oder sonstiges halt auf jeden Fall das Preisniveau vom Herbst letzten Jahres, sprich 2019. Das wäre so mein Ausgangspunkt, wo ich sage, okay, dann fange ich an, vielleicht wieder ein bisschen Zukäufe zu machen, mein Depot wieder ein bisschen sozusagen jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, aufzuhäufen. Hinzuzuführen oder was auch immer. Man muss ja nicht unbedingt immer genau an der Spitze kaufen. Ist auch psychologisch, es sei denn, du bist so ein absoluter Goldbesessener. Ja, da gibt es auch ein paar, die kaufen halt egal zu welchem Preis. Aber wenn du mal die ganzen Investoren schaust, die halt gute Gewinne gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, die haben auch nicht unbedingt in den letzten beiden Jahren Haufen gekauft, sondern lange Zeit davor und das einfach immer gehalten. Ja, also ich würde mal sagen, dass jetzt mit der ganzen Aktienhosse und das alles, dass die, ich würde mal sagen, auch, dass der Goldpreis noch ein bisschen weiter auch zurückkommen könnte, eben wieder so auf das Niveau vom letzten Herbst, also 1300 Dollar, zwischen 1300 und 1400 Dollar. Und das ist doch dann ja, nicht ein ganz so psychologisch vorteilhafter Wert, wo man sozusagen nicht unbedingt an der Spitze jetzt kauft oder die halt einfach jetzt für 1600 gekauft haben. Gold wird mit Sicherheit auch wieder wahrscheinlich höher steigen als wie 1600, nur die haben halt den psychologischen Nachteil, wenn sie halt immer genau dann kaufen, wenn das Ding halt super gelaufen ist. Und das muss ja nicht sein. Ich habe ja schon auch Sommer letzten Jahres Videos gemacht, einen Haufen. Da hatten wir ja auch diese Hosse. Man sieht es hier, das ging rauf bis 1400. Und ich habe dann eben abgewartet, bis es wieder ein bisschen runtergegangen ist. 2, 3 Monate auf 1300, habe dann eine kleine Menge eben gekauft an Aktien und so weiter. Und das hat sich eben ausgezahlt. Ne? Hat dann einfach einen besseren Einstiegspreis gehabt.
Und genauso wird es jetzt auch wieder kommen. Ich nehme an, dass es vielleicht auf 1400 runter geht. Vielleicht auch nur ja, auf 1450 oder irgendwie sowas. Aber dass auf jeden Fall nochmal um 100 Dollar oder 100 Euro nochmal fallen könnte, der Goldpreis. Wenn dann vielleicht, so wie viele Experten ja auch sagen, dann in der zweiten Jahreshälfte 2020 nochmal die Börse ein bisschen crasht und in Straucheln gerät, dass dann eben sozusagen mit einer guten Ausgangsposition, sagen wir jetzt dann in Juli, August oder so, dann ein bisschen Gold nachkaufen, wenn es noch ein bisschen gefallen ist. Und dann einfach eine sehr gute Position eben im Portfolio hat und auch eben entsprechend ein bisschen Hedge-Position hat für eventuelle Börsen, für den zweiten Börsencrash oder wie gesagt im Herbst, den ja einige prognostizieren, zumindest mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als wie 50-50. Dirk Müller sagt ja, 70% ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im zweiten Jahreshälfte dieses Jahres 2020 nochmal die zweite Welle sehen, wo es die Börse nochmal so richtig schön runtergeht. Und da ist eben so eine Gegenposition in Form von Gold mit einem relativ guten Einstiegspreis, sagen wir mal in 2, 3, 4, 5 Wochen. Wissen wir mehr, ob man dann bei 1400 sind oder wo auch immer. Es sind nochmal ein paar Prozentpunkte, wo man einfach besser schlafen kann. Wir werden mehr wissen und wie gesagt, man wird sowieso nicht reich mit Edelmetallaktien, das kannst du komplett vergessen. Da solltest du Wasserstoffaktien kaufen, ja, Nelasa oder irgendwelche anderen Fintechs oder was weiß ich, was es da halt alles so gibt. Ne? Jeder hat seine Spezialitäten. Da kann man einfach 1000 Dollar rein investieren und dann einfach. Ja, 10 Jahre warten und schauen, ob es die Aktie noch gibt. Und wenn es die Aktie noch gibt, könnte sein, dass sie sich verzehntausendfacht hat oder auch eben auch nicht. Ja. Aber bei Gold, das ist ja einfach nur eine Versicherung. Ob man jetzt da ein paar Aktien hat, auch eine Barre Gold wird sich nicht einfach verzehnfachen oder sowas. Das ist also meiner Meinung nach ausgeschlossen. Und so, also ich würde mal sagen, dass die jetzt hat mit ihrem bisschen Dividende, die zahlen da, ich glaube, die zahlen da so irgendwie so 2%, die Inflation ja auch nicht unbedingt schlägt. Ja, also von daher sind es so keine Hedge-Positionen mehr aber auch nicht. So, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich habe länger Zeit jetzt zum Thema Gold nichts gebracht und wollte einfach mal wieder ein Gold-Video machen, weil jetzt. Ich würde sagen, ein günstigerer Zeitpunkt mal wieder ist, sich da überhaupt mal Gedanken zu machen. Ja. Und vielleicht mache ich nochmal ein Video zum Thema Silber, weil da habe ich auch eine Meinung dazu. Auch diese Situation lockert sich wieder. Also man musste ja nicht unbedingt jetzt in den letzten beiden Monaten Silbermünzen kaufen mit Aufschlägen von über. Was weiß ich, 50%, ja. Das habe ich auch damals schon gesagt. Und jetzt normalisiert sich ja die Lage wieder ein bisschen. Silberpreis ist auch ein bisschen zurückgekommen, wird wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zurückkommen. Also die Feinunze, Anlageunze unter 20 Euro. Ich gehe mal stark davon aus, dass es auf jeden Fall der Fall sein wird. Jetzt machen wir mal ganz kurz hier den Silberpreis. Wenn wir schon dabei sind, die Charts. Ja, es ist doch, sagen wir mal, also im Vergleich zum März, war doch da schon ganz gut angezogen wieder. Aber wie gesagt, physisches Silber war sowieso nicht verfügbar. Da habe ich auch hunderte Zuschriften damals bekommen, habe ich ja noch viele Videos gemacht, auch auf YouTube, auf Facebook, sehr viel. Wo in Gottes Namen gibt es einen Edelmetallhändler, der hier faire Preise verkauft? Dann sage ich, es gibt keinen, weil es gibt keine fairen Preise. Ja? Bei Edelmetallhändlern schon gleich gar nicht. Ja? Das sind einfach freie Händler, die können verlangen, was sie wollen. Ja.
sowie Nachfrage und Angebot, und das war's. Das war auch. So war es dann eben auch. Also hier sieht man halt einfach, trotz aller Rosse und Krise und Aufschläge und Firlefanz und Pipapo, sieht man halt hier zum Beispiel beim 10-Jahres-Chart, sieht man das wirklich, wo wir halt ursprünglich mal waren. Ja, das war ja hier die Euro-Krise wohlgemerkt, ja, 2010. Da, wo halt viele an den Euro nicht mehr geglaubt haben, und selbst da sind wir noch weit entfernt. Ja. Und diese Phase kann aber natürlich wiederkommen. Ja. Also mit der Geldflut und darauf spekulieren ja manche Leute schon seit 10 Jahren, und vielleicht müssen die auch nochmal 10 Jahre warten, wer weiß. Ne. Also wie gesagt, auch hier keine schnell reich werden Geschichte, sondern einfach nur Versicherungen, Absicherungen. Streuungen, ja, also Risikomanagement, Risikodiversifizierung und nicht mehr und auch nicht weniger. Also das gewesen für dieses Video. 10 Minuten sind um. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein und tschüss.